Kampf der Gladiatoren im Amphitheater Trier. So ähnlich hat es sich abgespielt vor 2000 Jahren bei den Römern. Die älteste Stadt Deutschlands feiert ihr Welterbe. 9 Städten in Trier gehören dazu. Und ja, man bekommt auch manchmal was ab, aber es ist schon okay, ist nur ein kleiner Kratzer. Ja, es war eine faszinierende Zeit, aber auch eine sehr brutale und grausame Zeit. Geschichte zum Mitmachen. Für die Nachwuchsgladiatoren gibt es natürlich stumpfe Schwerter. Manche Trierer entdecken so ihre Stadt ganz neu. Man weiß ja, was dann früher hier war und man sieht das ja sonst so nicht mehr. Viele kostenlose Führungen gab es heute. Der Welterbestatus selbst ist schon Geschichte. Seit knapp 40 Jahren ist Trier dabei. Wir zeigen damit letztlich auch unsere Zugehörigkeit zur Weltengemeinschaft, die beschlossen hat, dass eben diese besonderen Orte Erbe der Menschheit sind. Sogar auf der sonst vielbefahrenen Römerbrücke wird gefeiert. Die älteste Brücke Deutschlands, normalerweise eine Hauptverkehrsachse. Die Römerbrücke sollte eh mehr für den Fahrradverkehr und für die Fußgänger genutzt werden. Und ja, für die Autos muss die nicht sein. Zumindest heute durfte die Römerbrücke das sein, was sie eigentlich ist. Ein Denkmal.